Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es mal um Schwanzabriss bei einem Deko. Wenn ihr hinter mir sitzt, dann bringt das nichts. Naja, okay. Darf ich mal dein Schwänzchen zeigen? Hier, also die Degus haben hier ihren Schwanz. Hinten mit dem Puschel. Und der Schwanz dient halt viel hier zum Festhalten. Vielleicht kann ich euch das jetzt gleich mal zeigen. Nee. Also wenn die sich hier runterlassen zum Beispiel, halten sie sich oft mit dem Schwanz an der Hand fest. Also die Degus brauchen ihren Schwanz schon zum Rumspringen, zum sich vielleicht mal irgendwie wie so eine Ratte sich mal irgendwo runterzulassen. Sie stützen sich ja auch viel auf dem Schwanz ab. Und der Schwanz, das habe ich euch ja schon mal erzählt, ist ja auch gegen Fressfeinde. Ne? Wenn jetzt ein Fressfeind von oben kommt, stellen die Degus ja, komm mal hier. Nein, willst du nicht? Ne, die mögen das nicht so gerne, wenn man da anfasst. Stellen die den ja auf. Ne, dann stellen die den auf, den Schwanz aufstellen nicht. So, also dann steht der Schwanz sich nach oben. Und wenn dann der Beutegreifer kommt, oh, ja, der Beutegreifer, dann greift er halt nicht den Deko, so wie hier, sondern den Schwanz. Ups, sorry. Und dann reißt die Schwanzhaut ab. Und der Deko kann fliehen. Also der Schwanz spielt schon eine starke Rolle im Leben eines Degus. Jetzt ist es aber so, dass die Schwanzhaut relativ dünn ist. Genau, also wenn man jetzt, man kann hier lang streicheln, da passiert nichts und so, ne? Man kann auch mal. Oh, nee, hallo, stopp! So, Kommando zurück, Stinky. Also man kann da halt auch mal anfassen, ne? Wenn man jetzt hier sieht durch die Hand und man hat dann mal den Schwanz durch die Hand laufen lassen oder, also man sollte jetzt nicht dran ziehen und sie festhalten. Die ist schon relativ robust, aber die kann halt abreißen, weil es halt auch dafür vorgesehen ist. So, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier hingehen würde und sie einfach am Schwanz ziehen oder gar ich fasse hier an, sie springt runter oder was häufig eine Verletzungsursache ist, ich quetsche den. Ich stelle was drauf, ich mache die Käfigtür zu, dann kann es halt passieren, dass dieser Schwanz abreißt. Und das ist immer so, der Schwanz besitzt halt einen Knochen. Mausi, ja warte, warte, du kriegst Leckerlis. Sehr ungeduldig hier. Also der Schwanz hat halt innen drin einen Knochen und das heißt, wenn ich jetzt den Degu quetsche oder am Schwanz festhalte oder was auch immer, ist es halt meistens so, dass hier, ja, alles gut, du magst das nicht, weil die Schwanzhaut abreißt. Meistens hier ungefähr, ne, also das Ende, wo der Puschel ist. Und dann reißt diese Haut ab, weil halt gequetscht ist, weil irgendwas ist. Und meistens ist es dann so, dass dann ab hier der Knochen stehen bleibt und ab hier dann quasi noch Haut ist. Bleibst bitte da unten. Genau. Was ist denn zu tun? Meistens ist es halt so, dass das blutet wie Sau. Das heißt, ihr müsst erstmal am besten erstmal schauen, dass ihr die Degus vielleicht irgendwo hinsetzt, wo das in Ruhe abtrocknen kann, ohne dass es gleich voll mit Streu ist. Und dass ihr dann das Sandbad auf jeden Fall rausnehmt und erstmal schaut, wie das Thema überhaupt aussieht. Genau, was ihr machen könnt, ist auf jeden Fall desinfizieren. Also das ist immer gut. Mit Octenisept zum Beispiel. Also alles, was auch für Menschen ist, ohne Alkohol, was halt nicht brennt. Und wie gesagt, Sandbad raus, bis das einigermaßen abgetrocknet ist. Dass wir halt nicht dann irgendwie das ganze Streu drin kleben haben. Ne? Es ist halt ein blöder Unfall dann passiert, aber dann muss man halt schauen, dass man das dann möglichst gut behandelt. Ne? So, dann ist es halt meistens so, dass dann hier die Haut fehlt, meistens ab hier. Es kann aber auch an jeder anderen Stelle brechen. Desto mehr hinten es ist, desto einfacher heilt es meistens. Dann steht meistens ein Knochen ab. Der Knochen, den machen die Degus tatsächlich selber ab in der Regel. Das heißt, die amputieren sich dann den Knochen selber, indem sie den Knochen einfach abknabbern. Und dann wird sich ziemlich schnell
Meistens bildet sich schon eine Kruste um den Knochen. Und wenn der Knochen dann abgeknabbert ist innerhalb von ein paar Tagen, dann bildet sich nochmal eine Kruste über das Schwanzende. Das verheilt einfach schön und dann ist alles wieder gut. Und der Degu hat dann einfach einen kürzeren Schwanz, wo er sich dann erstmal dran gewöhnen muss, womit er sie aber dann gut leben kann. Genau, wichtig ist nur, dass ihr dann schaut, dass sich das auch nicht entzündet. Wie gesagt, Sandbad draußen lassen, bis da wirklich das schön abgeheilt ist. Immer schön Auge drauf haben und wenn es irgendwie komisch ist, dass ihr meint, das heilt nicht, das eitert, wird dick oder geht überhaupt nicht zu, die Wunde, dann auf jeden Fall zum Tierarzt fahren. Dann müssen die das nochmal richtig ja, machen, untersuchen, wie auch immer, je nachdem. Genau, also an sich könnt ihr erstmal abwarten, bisschen desinfizieren und dann sollte sich das eigentlich innerhalb einer Woche deutlich verbessert haben, dass ihr sehen könnt, okay, das heilt, das geht zu, das ist alles schick. Meistens ist es so, je höher, also je näher am Degu der Schwanz abreißt, desto schwieriger heilt es, desto öfter ist es einfach, dass man dann zum Arzt muss. Es kann auch dann sein, dass der Arzt dann halt dieses Knochenstück zum Beispiel amputiert oder einfach noch den Schwanz ein Stück näher am Degu abnehmen muss, damit das halt einfach schick und zu heilt. Ne? Also, wie gesagt, das ist schon eine nicht zu unterschätzende Verletzung, aber in der Regel kein Drama. In der Regel. Wie gesagt, schön beobachten, wie jede andere Wunde auch. Und das braucht auch seine Zeit, also seid dann nicht zu ungeduldig, wenn dann nach 2 Tagen das noch nicht zu ist oder so. Ne? Nur wie gesagt, habt halt ein Auge drauf bezüglich Entzündungen. Manche setzen die Degus dann auch auf Zewa. Muss man einfach gucken, ob die Wunde noch sehr, sehr feucht ist, ne? Dass da viel dran kleben bleibt oder so. Aber wenn die wirklich tagelang irgendwie feucht ist oder so, dann würde ich sowieso das mal beim Tierarzt abklären lassen. Weil eigentlich, wie gesagt, die blutet stark am Schwanz, aber das sollte wirklich innerhalb von also ziemlich schnell trocken sein. Sobald es aufgehört hat zu bluten, sollte das trocken sein und dann auch trocken bleiben. Wie gesagt, dann kann halt nochmal sein, dass sie sich das dann selber abknabbern. Da wird dann sicherlich nochmal eine Wunde entstehen, aber auch die müsste ziemlich schnell dann abtrocknen. Genau. Habe ich noch was vergessen? Ich hoffe nicht. Genau, wie gesagt, ein Degu kann auch gut ohne Schwanz leben. Also der Schwanz hat halt schon eine Funktion. Also meistens sind die Degus dann erstmal so ein paar Tage so ein bisschen trümpelig, dass man so denkt, so, oh, die können ja gar nicht mehr laufen, aber die gewöhnen sich da relativ schnell dran. Im nächsten Video habe ich mir gedacht, machen wir mal wieder eine Fragerunde. Das heißt, im nächsten Video sammeln wir eure Fragen und dann beantworte ich sie. Genau. Dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.